Ja, hier sind wir auch schon live dabei bei Rahim. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Der sitzt ein Junge, neuer anderer Mann, habe ich gehört. Der heißt so, wie der andere heißt, aber What? Sieht viel, viel besser aus. Nicht? Und Spezialgast Dana Rolle. Ich sehe gleich aus, wie immer. Oh, also besonders gut. Oh. So, Leute, ich habe heute extra, es ist kein K-Pop-Song, aber ich habe mir trotzdem diesen Spezialgast geholt und ein Pro versus Con gemacht. Mhm. Producer versus Consumer, wobei man immer bei Dana sagen muss, sie ist zwar nur ein Musikkonsument, aber dafür hat sie Ahnung von Mode und Make-up. Beauty. Okay. Ja, das ist der Unterschied, deswegen bringt sie eigentlich noch einen Mehrwert hier mit, noch zusätzlich. Und als wirklich spezial gucken wir uns dann eben heute Little Mix an. So oft gewünscht. Ja. Ich habe schon fast Drohbriefe bekommen per Insta-DM. Und auch unter den Kommentaren haben so viele geschrieben, ja, ich habe es gesehen. Ich habe Angst. Ja, deswegen mache ich jetzt das Video. Oh, warte mal. So, mache jetzt das Video. Na, ist ja Spaß. Ich mache das, weil der letzte Song, warte mal, nee, ich hatte zwei schon von Little Mix gemacht, oder? Zwei, ja. Der letzte, der war so, Power war das, der war so extrem, oder hieß der Power? Woman Like Me. Woman Like Me, oder irgendwie, nee. Ja, auf jeden Fall war der richtig, der war so, der wurde richtig anstrengend. Also wenn man den die zweite, dritte Hook gehört hat, war ich echt so, boah. Das ist jetzt, langsam wird das echt zu viel, aber heute bin ich gespannt. Das war die erste Nummer, war richtig schön. Mhm. Das war Woman Like Me. Genau, das war Woman Like Me. Die erste Nummer war richtig schön und ich muss auch sagen, die Stimmen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen wollte ich da eben das nächste checken. Das nächste war dann so, fand ich ein bisschen zu viel. Aber das sollte ja auch so ein Power-Song sein, aber die haben das dann irgendwie so überkomprimiert. Aber den Einstieg hast du noch richtig gefeiert, das weiß ich. Diese eine, die direkt so losgelegt hat. Ja. Ja, weil die, also stimmlich sind die heftig. Krass, stimmlich sind die sehr, sehr krass, aber da fand ich den Song einfach zu überladen. Aber das kann ja mal, darf ja auch mal vorkommen, dass da jemand keinen guten Song hat, also oder keinen Song hat oder auch mal einen Song hat, der nicht jedem gefällt, sagen wir mal so. Deswegen bin ich gespannt, wie es jetzt heute aussieht. Die Nummer ist vor zwei Tagen rausgekommen und heißt The Bouncy Buck. Bouncy Buck. Ja, gucken wir mal rein. Ich weiß nicht, was es für eine Sprache ist. Hast du auch so ein Puppenmeißchen? Ja. Echt? Aber höher. Das ist eine Spieluhr übrigens, die wir hören, ne? Ach, stimmt. Direkt schon als Anmerkung. Und da ist ein. Losknacker. Ein ganz kleiner. Also und eine Giraffe. Die Nüsschen will ich sehen. Das können ja nur Mäusenüsschen sein. Aha. Ja, dieses achso. Make-up. Stimmt, ja, jetzt weiß ich, warum du ja hier sitzen solltest. Das ist mir in den letzten Videos auch schon aufgefallen, diesen Make-up technisch und klamottentechnisch, aber Make-up technisch sind die immer extrem unterwegs. Also sehr, 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 sehr krass. Aber auch schon davor die andere, ich kenne leider die Namen von denen nicht, beziehungsweise kann ich sie mir nicht merken. Ja, erklär mal irgendwas, sag doch, ja, halt gerade an, du sagst gar nichts. Ach, soll ich da was sagen? Ja. Ja, ist halt... Pausen mache ich nicht umsonst hier. Keine Ahnung, ist halt ungewohnt, weil so ein blauer Eyeliner und Kajal verwendet wurde, plus blaue Wimperntusche und blau, also sind ja auch Wimpern drauf nochmal extra, aber die dann auch blau gemacht. Und dann ist, glaube ich, auch ein Gelb mit reingemixt, auf dem Augenlid groß und dann so innen unter der Augenbraue mit einem Pink noch gearbeitet und dann alles in Blau. Krass. Und sieht so voll electric aus, so strahlend blau. Wenn wir mal ganz genau drauf achten, dann passt es auch perfekt zum Outfit. Zu den Farben des Outfits, ja. Hier, bei ihr auch. Richtig geil, weil das im Augeninnenwinkel wieder, dieses Lila passt auch wieder zu ihrem Outfit, aber es hat auch so einen leichten Holo-Effekt. Holo-Effekt? Okay. Ja, weil es so... Es ist nicht ein matter Ton, es ist so schimmrig mit so Silber mit drin, glaube ich. Und es ist, glaube ich, je nach Licht auch ähnlich wie der Highlighter bisschen, den man hier sieht, dass so ein bisschen in der Farbe sich verändert, dass mal heller ist, mal dunkler hier, und so. Ja, okay. So auf den Wangen. Ja, so auf den Wangenknochen ist der Highlighter. Okay. Bei ihr...
spiegelt sich nichts im Make-up, was man in der Farbe sieht, aber da doch das hier, ne? Ja. So, yeah. Die Püschel. Aber halt dafür mit der Brille und der, genau, dafür der die Brille. Clever, clever, nicht schlecht. Steady, are you ready? Are you ready? What's going on? What's going on? Jetzt muss ich überlegen, von welchem Song das ist. Ich auch, mich hat es direkt um das... Was hat die für eine geile Strumpfhose an? Als ob man mit dem Edding drüber gemalt hätte. Ja, yeah, nice. Sehr, sehr geil, okay. Von welchem Song ist das? Sie hat genau den gleichen Gürtel, wie wir gerade eben angeschaut haben. Ja, das ist ein Klassiker. Von... Achso, okay. Achso, da sitzt ein Einhorn, sehe ich jetzt erst. Ist das aufgefallen? Oh, shit. Nee, ich habe es einfach akzeptiert. Ich habe es nicht mal bemerkt. So ein 2000er-Song, oder nicht? Ah. Ja, das ist On Vogue war das, ne? Oder? Yeah. Ja, schon. Kann sein. Vielleicht irre ich mich aber auch. Ich meine aber, dass es On Vogue war. Das kannst du vielleicht parallel gerade mal schauen, während ich die anderen Sachen hier noch betone. Und zwar, man merkt sofort, dass, also hier mit dem Gescratche und so, da kommt da halt wieder die alten Vibes. Es ist so gerade sowieso aktuell Thema, dass wir so von den 90ern zu den 2000ern gerade wechseln, dass das sich gerade alles in der neuen aktuellen Musik hier wiederfindet und wiederholt. Auch hier diese Cowbell, die man hier hört. Die ist dong, dong, dong. Weißt du, wie man... hat man es getrennt geschrieben? Oder er zeigt nur heruntergeladene Songs an. Ja, auf jeden Fall. Ne, diese Cowbell hier, diese dong, dong. Und wir haben so ein Vinylplattenrauschen hier auf der gesamten Produktion gerade. Muss man sehr genau hinhören. Hörst du das? Mhm. Also ich finde, ich höre es sehr deutlich. Jetzt habe ich dich gerade lauter gemacht. Hallo. Auch die ganze Zeit ist... Warte mal. Auch hier diese Hi-Hat, so eine sehr, sehr klassische 808-Hi-Hat. Ich muss nicht sagen. Die machen so ein Psst. Aber das ist so eine ganz klassische, so wirklich 808-Hi-Hat. Also wirklich sehr, sehr so 2000er bedient. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Man merkt halt, dass es echt gerade wieder Das, nice! Das ist genau, ich habe einige Arschwackler, glaube ich, gerade verpasst. Mhm. Aber das ist wirklich genau, das ist ja wirklich genau, war das nicht der Song? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich dachte, es wäre ein von On Vogue Song gewesen. Aber es ist auf jeden Fall nicht Don't Let Go. Oder war das jemand anderes? Ach, die Leute sollen es einfach in die Kommentare schreiben, mir fällt es gerade echt nicht ein. Ja. Wolltest du irgendwas? Klamotten? Nee, ich genieße einfach. Das ist echt super. Ich mache Pausen und dann ist einfach still. Ja, ich weiß ja nicht, dass du direkt... Ich dachte, du willst was sagen. So, jetzt sag doch was. Sie ist wunderhübsch. Ich würde schon was sagen, wenn ich was zu sagen habe. Put me on his body like a throwback. And it better not move when I throw it back. Baby, keep me wetter than I buy you. If you don't, I'ma walk right by you. Baby, touch me, tease me, keep it easy. Say who gon' send my way? Come right, alright, baby. Say who gon' send my way? However do you want me? However do you need me?
Das ist halt echt interessant, weil der Beat ja eigentlich die ganze Zeit so Breakbeat-mäßig die ganze Zeit gleich durchläuft, ja, als ob da jetzt irgendwie noch ein Wechsel kommen müsste oder nicht. Aber der läuft dann hier durch. Das ist wirklich so ein, ja, eigentlich wirklich so ein Hip-Hop-Ding. Auch hier mit diesem kleinen Scratch. Das klingt ja echt die ganze Zeit, als ob man auf einer Schallplatte halt eben so ein Breakbeat machen würde. Ja, stimmt. Ficke. Dann läuft ja der Beat genau weiter. Und dann haben wir so Vocal Chops noch im Hintergrund. Genau, dieses Take it oder ja, irgendwie sowas sagen und immer, das wechselt dann immer von rechts und links. Rechts nach links. Richtig 2000er Denim-Outfits mit den Buffalos. Buffalos. Sind das Buffalos? Ja, das sind doch die Buffalos. Die sind so Timber-mäßiger, Timberland-mäßiger. Ja, wegen der Farbe. Egal. ja, aber die sehen aber geil aus, muss ich sagen. Ich finde ja nicht alle Buffalos so geil. Das sind halt die noch extremeren. Wie? Von der Höhe oder von... Echt? Ja. Sind die nicht alle gleich hoch? Nee, weil es gibt ja welche, die sind nur bis zum Knöchel. Okay. Und es gibt auch verschiedene Plattformhöhlen. Das wusste ich nicht. Aber so sehen die doch echt cool aus. Also wirklich so halt Hip-Hop cool. Mhm. Oder nicht? Die finde ich auch nice. Aber es ist halt vor allem wegen der Farbe auch. Das macht viel aus, weil die dann nicht so nach diesem Buffalo-Sneaker aussehen. Sondern eher wie eben so Timberland-Tracking-Workshoes. Und eben nicht wie die 90s-Spice-Girl-Buffalo. Das sind die, das sind aber Timberlands, oder? Wahrscheinlich. Aber das sind auf jeden Fall, sind das Off-White? Kann sein, die haben ja diesen Tag dran, ne? Ja, aber sind die nicht normalerweise nur an Nikes dran? Nee, wir sind halt von Off-White selbst. Oh, okay. Witzig. Man hört da auch, hier dieses Bounce, also da spricht noch jemand im Hintergrund, ne? So eine Männerstimme. Es ist ein Sample. Also sie haben wirklich ein Sample auch rausgenommen von dem Song wahrscheinlich. Ich habe jetzt auch gerade mal nachgeschaut. Ich habe es gefunden, das ist Soul to Soul mit Back to Life. Das sie hier als Sample benutzt haben. Hört man da was? Back to reality, back to life, back to und das war auch so ein 90er, war das aber Breakbeat-Ding, ja, das war richtig, das hat eine ganze Ära irgendwie geprägt und ich habe das damals noch gehört, also sehr, sehr, sehr krass. Das ist schon, ja, es ist halt, das Ding ist, man muss halt sehr vorsichtig sein mit solchen Klassikern. Ich sag das jedes Mal, weil das eben Klassiker sind, so wirklich legendäre Musikstücke, die irgendwie teilweise entweder Ehren eingeführt haben oder ein Genre verändert haben oder besonders große Meinungen hatten einfach für ein Genre oder für eine ganze Generation und so, muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich finde, aber so wie Little Mix es hier gemacht hat, ist es zwar so schon modern geworden, es hat nicht trotz, also meiner Meinung nach nicht die Coolness von dem Original, von dem Soul to Soul, weil das einfach irgendwie... Nee, das ist ja was ganz... Kann man nicht vergleichen. Ja, aber trotzdem finde ich, dass sie das auf eine coole neue Art dann, ja, reinterpretiert haben sozusagen. Okay.
Was ich ein bisschen ungeschickt finde hier, so wie die hier stehen, ist, dass sie durch die Buffalos einfach so riesig wirkt und weil sie dann vorne steht noch. Also sie müsste eigentlich hinten ja. stehen, weil sie zu groß ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie rechts so komplett dann rausfällt, weil das ihr auch, ja. Jeans-Outfit nicht in hellblau ist, sondern grau eigentlich. Ja. Und die Schuhe halt auch rausstechen, weil die eine ganz andere Farbe haben. Ihre Haare sind mit Neon, Grün und Gelb. Stimmt, sie ist komplett... Sie ist so voll fehl am Platz. Das Einzige, was sie so ein bisschen reinteilt, ist der Gürtel bzw. die Schnur in Neongelb. Dass das so ein bisschen zusammenkommt. Ja, das ist wirklich das Einzige. Sonst ist sie raus da eigentlich. Das finde ich echt nicht gut, weil sonst den Shot mit den, also die Outfits finde ich richtig nice. Voll, ja, so finde ich auch grundsätzlich. Also jetzt nicht... Das ist, wenn halt auf so viele Details geachtet wird, das ist echt auch dann wirklich Kritik auf höchstem Niveau, dass sie dann durch die Buffalos so groß vorne dann steht, dass ich finde, sie wirkt jedes Mal zu präsent dann irgendwie. Hm. Weißt du? Einfach weil sie ja dann huge ist. Ja, weil sie wirkt auch wirklich größer als die anderen. Und dann auch noch dazu, dass sie dann mehr Haut zeigt. Genau. Wirkt sie noch präsenter und die anderen so weiter nach hinten. Sehr weit nach hinten. Ja. Ja, zum Beispiel, wenn sie hier hinten steht, dann fällt das nicht mehr so auf. Das ist einfach wirklich ein Buffalo, weil er einfach so hoch ist. Groß ist. Sollte ich mir die auch holen? Ja, vorhin hast du noch gesagt, findest du kacke. Aber deswegen, dieses Modell finde ich jetzt, sieht echt cool aus. Und da hast du ja ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich die kacke finde. Nee, nicht vorhin, sondern bei einer anderen Sendung, wo irgendjemand... Nee, was war das? Irgendwo, du hast gesagt, du findest die kacke. Bei einem Foto? Ja. Du hast gesagt, du findest die kacke. Du hast gesagt, du findest sie richtig schrecklich. Du hast es nie verstanden. Da habe ich gesagt, ja, ich auch nicht. Aber nee, aber ich habe gesagt, dass ich es krass finde, dass sie jetzt wiederkommen. Und ich finde, dass sie jetzt eher sogar noch reinpassen, als sie damals. Ja, das waren die kurzen auch. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, okay. Jetzt weiß ich, warum die unterschiedlich sind. Ja. Ja, aber auf jeden Fall finde ich, jetzt passen die, ich habe doch dann gesagt, jetzt passen die eher rein auch zu den, ja, wegen den Dad-Shoes, weil große Sachen und die ganzen Street-Style-Sachen, das passt da, finde ich, viel, viel besser rein, so Buffalos. Und du hast ja auch als kürzerer Mensch einfach einen Vorteil mit so einem fetten Plateau. Ich mir die auch holen, weil genau die hier, ja. Ja, weil die aussehen, also so ein Timberland-Vibe haben halt. Voll. Ja. Das finde ich gar nicht schlecht. Sonst sind eher die neueren Sneaker dabei hier. Ach so, die waren alle im Puppenhaus. Oha. Jetzt habe ich es erst verstanden. Ja, coole Nummer. Oh, da war ja auch der Nussknacker. Aber hat man den Nummern groß gesehen? Ja. Wo denn? Deswegen ist alles so bunt auch. Ja, auch wie sie es singen und so weiter. Es hat wirklich diesen 90s bis 2000er Style. Destiny's Child und so, die hatten ja auch dann so ihre Songs, so gerade hier die Line, so wie sie singt, dieses erinnert sehr stark an einige Nummern von Destiny's Child. Na, war der ihr Partner? Also es hat voll den Vibe. Also sehr, sehr cool, aber trotzdem, ich kann gar nicht genau sagen, warum es moderner klingt. Ich glaube, ein bisschen das Tempo auf jeden Fall. Und einfach insgesamt die Qualität der Produktion, weil heutzutage alles irgendwie viel, viel cleaner auch klingt. Deswegen hat man nachträglich hier so ein Vinyl, also Schallplattenrauschen reingebaut, das übrigens nicht komplett zu hören ist, sondern es ist sehr, sehr breit gezogen worden. Also man hört es eigentlich wirklich nur komplett außen, rechts und links, wenn ihr mal genau drauf achtet. Hier am Anfang hat man es ganz gut gehört. What's going on?
ne, für so eine Millisekunde. Da hört man es, dass es ganz weit außen ist. Das kann man mit Plugins eben erreichen, dass da in der Mitte nichts bespielt wird quasi von dem Signal, sondern das komplett nach außen gesetzt wird. Ja, in der Mitte ist fast gar nichts. Und dadurch hat man zwar diesen Effekt im Klang, im Gesamten, in der Summe, dass es so klingt wie eine alte Schallplatte, so ein bisschen, also so angetäuscht, aber trotzdem die Frequenzen und das sauber gehalten in der Mitte für den Rest, der da eigentlich dann geschieht. Sehr, sehr clever. Hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht, mal so ein Vinyl-Rauschen mal komplett mit so einem Stereo-Imager oder Stereo-Widener mal so komplett nach außen zu setzen. Keine schlechte Idee. Ne, man hat es permanent da, aber es ist nicht auf den Vocals drauf, weil die in der Mitte sind. Es ist nicht auf irgendwelchen Instrumenten drauf, die in der Mitte sind, sondern wirklich außen. Also ganz separat abgestellt. Also sie wirken schon da zu, aber... Ja, also... Geil, auch wirklich die Drum Selection ist wirklich dieses Klassische, was man aus so einem alten Drum Machine Ding, aus einem alten 808 rausholen konnte. Da muss man sagen, die wurden halt da auch sehr lange benutzt. Also das Ding kam in den 80ern, glaube ich, raus oder wurde da vor allen Dingen sehr populär. Dann aber weiter auch in den 90ern, gerade im Hip-Hop 2000er auch irgendwie noch. Und jetzt in den letzten Jahren mit Trap auch wieder und so weiter. Also diese Drum Machine, diese 808 Drum Machine. Ah, hier hinten. Okay. Ist immer wieder zu hören, deswegen sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Sehr, sehr geile Nummer. Ach, die Schuhe sind ja auch so angemalt. Die sind, glaube ich, das waren die von Balenciaga oder Vetements, glaube ich auch. Ich habe die auf jeden Fall ein paar Mal bei Instagram auch gesehen. Aha. Ich weiß nicht. Ich glaube, ja, Balenciaga oder Vetements wahrscheinlich. Oder waren die von... Ja, sehr cool. Also wirklich ein Klassiker hier nochmal neu interpretiert. Ich sag euch gerne nochmal den Namen, den ich fast vergessen habe. Soul to Soul mit Back to Life. Genau, Back to Life. Ich habe den als Kind dann so oft gesungen, das weiß ich noch, weil das irgendwie diese Melodie ging einem auch so ins Ohr. Ich hab den auch als Kind voll oft gehört. Krass. Also Soul to Soul, wobei es das To mit so... Zwei Strichen. Ja. Sehr cool. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, denn wir sind auf dem Weg zu den 50.000. Die 40.000 haben wir hoffentlich schon geknackt, wenn ihr dieses Video seht. Mhm. Ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen weiteren Montag. Guten Start in die Woche. Alles andere ist unten definitiv verlinkt an Infos, wie zum Beispiel diese Kopfhörer, die wir hier beide aufhaben. Und da ist andere bestimmt auch, so wie immer, so ein Music an für einen Monat gratis unten ein Link, checkt ihn aus. Es lohnt sich, ihr könnt ihn sofort, aber wenn ihr euch anmeldet, auch wieder kündigen und dann habt ihr den Vorteil, dass nicht aus Versehen der ganze Monat nicht nur umsonst war, sondern der auch noch weiterläuft. Ja, hat man bestimmt verstanden. Also ihr könnt direkt kündigen und dann läuft er nicht einfach weiter. Und sonst schreibt mir gerne oder Dana gerne DMs mit Vorschlägen. Okay. Oder unten in die Kommentare. Wir lesen ja alle durch, aber unsere Listen sind auch lang. Mhm. Und ist euch aufgefallen, Folgendes, das möchte ich mal ganz kurz anmerken. Hier ist es drauf. Ich hatte gerade ein Video, da war nämlich keine Zahl mehr hier bei dem Like-Counter, den wir hier übrigens mal aktivieren können. So, warte mal. Oder ich, nee, ich habe es gerade erst aufgemacht. Witzig, da war gerade eben... Ist der jetzt immer... Jetzt ist er. Na gut, also bis zum nächsten Video. Vielen Dank und tschüss.